Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Willst du dich mal umsehen? War wie der Teufel, mein Freund. Hier spricht der Bürgermeister. Wie Sie bereits wissen... bei uns in letzter Zeit vermehrt Taschendiebstähle und andere kleinere Delikte. Wir werden dies nicht weiter tolerieren. Wer bei einer Straftat erwischt wird, kommt umgehend vor Gericht und wird im Zweifelsfall verbannt. Bitte helfen Sie uns, die Sicherheit aufrecht zu...
Leider werden einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Ich versichere aber, bitte haben Sie dabei diesmal etwas mehr Geduld als beim letzten Mal. Großartig. Ich hab gehört, mein Mann im Turm hat sich glatt nass gefreut, dich zu sehen. Hier hast du was für deine Mühen. Hast im Norden im Canyon bestimmt diese ferngesteuerten Bombenautos gesehen. Verdammt das Problem, die Dinger. Werden vom Shrouded-Clan gebaut, einem gerissenen Banditenhaufen. Wenn wir den Canyon wieder sicher machen wollen, müssen wir die Typen stoppen. Sehr gut. Das macht die Straßen sicherer. Hier der versprochene Lohn. Sie sich hier ein wenig umsehen? Bei mir gibt es ausschließlich Spitzenqualität.
eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
versichere aber, dass wir alles Menschenmögliche tun werden, um Ihnen zu einer neuen Wohnstadt zu verhelfen. Bitte haben Sie dabei... ...mal etwas mehr Geduld als beim letzten Mal. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen ein Interesse daran hat, dass ich die damaligen... Gute Arbeit. Da habe ich ja genau den Richtigen gefunden. Wusste doch, dass die Banditen was planen. Und das ist der Beweis. Was auch immer Sie da haben, ungefährlich ist es garantiert nicht. So viel ist sicher. Bitte bringen Sie es zu jemandem, der uns sagt, was es ist und was wir damit anstellen sollen. Der alte Quasier. Was für ein Eremit. Intelligentes Kerlchen. Bringen Sie ihm die Probe. Er kann sie sich ansehen, sie testen und uns sagen, was die Banditen damit vorhaben. Ich werde Quasier über ihren Besuch informieren. Der verrückte Kerl redet nicht einfach mit jedem X-Beliebigen. Das Ödland gehört den Banditen. Wäre vielleicht besser, ihnen Schutzgeld zu zahlen, statt den Regierungskaspern. Gerüchte gehört, dass beim alten Joe im Sumpf ein paar Pflanzen wachsen. Besondere Pflanzen. Bei richtiger Mischung sollen die wahre Wunderdinge bewirken. Gehst du nach Norden? Wenn ja, halt dich bloß von der Totenstadt fern, hinter deren Mauern lauert das Böse. Spitz einfach die Ohren, wenn du das nächste Mal dort bist. Pardon. Meine größte Angst? Dass die Banditenclans zusammenarbeiten, das wäre ein Problem. Sheriff Black könnte sie bestimmt nicht aufhalten. Entschuldigung. Hey, mach weiter so. Je mehr Banditenkahn du zerstörst, desto mehr verdienst du. Hallo Fremder, hab dich hier in der Gegend noch nie gesehen. Würdest du einem verzweifelten alten Mann helfen?
Meine Frau ist krank und ich versuche gerade, ein Medikament anzumischen, das sie heilen kann. Mir fehlen nur noch frische Nachtblüten. Ich würde im Ödland keine Sekunde überleben. Aber du siehst aus, als wärst du dazu in der Lage. Kannst du zu Crazy Joe's Sumpf fahren? Angeblich soll es dort wachsen. Vielen Dank, mein Sohn. Ich hab zwar nicht viel. Du bist also der, der das Ödland sicherer gemacht hat. Klasse, Mann. Vielen Dank.